10 Jahre Sushi und Wein hier auf der Maxstraße, den ganzen Juni über mit einem Sonderangebot. Guten Abend und ganz herzlich willkommen hier zur Drehscheibe Dresden am Freitag. Und diese Themen haben wir heute für Sie. Hochzeitssaison. Wie heiratet Frau in Dresden? Neubau. Theaterwerkstätten für TJG und Staatsoperette. Und Kreuzgang. Großer Umzug mit historischen Kostümen. Und damit nochmal ganz herzlich willkommen. Heiraten kommt nie aus der Mode. Die beliebten Hochzeitstermine von Donnerstag bis Samstag beim Standesamt in Dresden sind bis September restlos ausgebucht. Eine der wichtigsten Fragen ist dabei für viele Frauen das Brautkleid. Meine Kollegin Maluina Schneider hat sich umgehört, wie denn die aktuellen Trends aussehen. Yeah. Tüll, Rüschen und glitzernde Details, das ist der wohl am weitesten verbreitete Stil für die Auswahl des Brautkleides. Aber muss das perfekte Brautkleid immer klassisch weiß sein? Wir haben auf Dresdens Straßen nachgefragt. Muss nicht klassisch weiß sein, aber so ganz schwarz, nee, es kann was Farbiges drin sein. Nicht klassisch weiß, eher so beige. Weiß darf sein, aber ich will kein Sahnehäubchen sein. Es muss weiß sein, ja. Auf jeden Fall nichts Kurzes und nicht so ein Party-Outfit. Glücklicherweise ist es jeder Braut selbst überlassen, für welche Farbe, welchen Schnitt oder welche Art des Kleides sie sich entscheidet. Wichtig ist nur, dass sie sich darin wohlfühlt. Das sagt auch Uwe Herrmann. Als Eigentümer eines Brautmodengeschäftes auf der Wilsdorfer Straße in Dresden hilft er täglich Frauen aller Altersklassen bei dieser wichtigen Frage. Das Allerwichtigste beim Brautkleid ist, dass sie wiedererkannt wird und dass sie authentisch ist. Wenn wir das hinbekommen, dann haben wir auch etwas, wo wir die Braut glücklich machen können. Wenn man von einem Brautkleid spricht, hat man sofort ein bestimmtes Bild im Kopf. Ein weißes, prinzessinnenhaftes Kleid mit schlanker Taille und A-Linie. Doch gibt es nicht noch ein paar Alternativen? Es gibt ganz große Varianten zurzeit. Also man kann Bohem, Vintage, das Sissi-Kleid, das Ökotantenkleid. Also es gibt ganz, ganz viele Arten von Brautkleider. Man kann sich zurzeit gar nicht festlegen. Die großen Schulterpolster zum Beispiel im Brautbereich, was man in den 80er Jahren war, kommt auch wieder, aber erst in 2 Jahren. Jetzt zum Beispiel haben wir Rosé, Altrosa im Brautkleid drin, aber das klassische Weiß und das klassische Creme bleibt natürlich. Die Individualität jeder Frau zeigt sich auch in der Auswahl ihres Brautkleides. Es gab beispielsweise einige Fälle, bei denen von Kopf bis Fuß in Schwarz geheiratet wurde. Wer sich bei der Hochzeit für etwas Ungewöhnliches entscheidet, wird oftmals schräg angeschaut. Jede Kundin kommt zu mir oder zu meinen Mitarbeitern und sagt, ich möchte mein besonderes Kleid. Ich möchte ein Kleid, was nicht andere haben. In der Regel nehmen die Kunden immer das, was die anderen auch haben wollen, weil das Verrückte ist ein Faschingskostüm, sehr oft nie authentisch und damit eigentlich auch kein Brautkleid, was man zur Hochzeit tragen kann. Ob das Brautkleid also unbedingt weiß sein muss, ist jedem selbst überlassen. Das weiße Beikleid ist nach wie vor der Favorit der meisten Frauen. Wer sich dennoch für ein ungewöhnlicheres Kleid entscheidet, muss mit vielen kritischen Blicken rechnen. Die Europäische Union hat der Türkei bereits im März die Visafreiheit in Aussicht gestellt. Zuletzt ruderte sie aber zurück, denn die Türkei hat noch nicht alle der insgesamt 72 Bedingungen erfüllt. Insbesondere in der Antiterrorgesetzgebung sind keinerlei Fortschritte erkennbar. Auch im Sächsischen Landtag sorgte dieses Thema heute für Gesprächsstoff. Die wichtigsten Ausschnitte der Debatte sehen Sie jetzt. Selbstverständlich ist Visafreiheit, Reisefreiheit immer ein Thema, das auch mit Vorteilen behaftet ist. Das wollen wir nicht verschweigen, ob das für kurze Geschäftsreisen, Bildungsreisen oder privaten Urlaub gilt. Aber wir sollten bei diesem Abkommen und bei der Frage über die Visafreiheit nicht noch einmal die gleichen Fehler begehen wie im Rahmen der Diskussion zum Beispiel des Schengen-Abkommens, für das man jahrelang auch nur Vorteile und keinerlei kostenintensive Nachteile gesehen hat. Interessant nur, dass wann immer die Grenzen aufgrund von Gipfeltreffen, wie zum Beispiel G7, geschlossen wurden, plötzlich die Ermittlungserfolge bei Grenzkontrollen so deutlich zutage treten. Das zeigt uns, dass hier in diesem Fall nun endlich einmal eine offene Diskussion dringend vonnöten ist. Ich kann nur vermuten,
dass die AfD ein Problem hat, ihre Botschaften über Medien oder den Deutschen Bundestag, ach ja klar, in einem Bundestag geht's nicht, zu kommunizieren. Also insoweit sucht man sich andere Ventile, um einmal die Meinung zu artikulieren. So schön, Frau Petri, dass Sie nochmal deutlich gemacht haben, dass auch bei uns kritische Diskussionen dazu laufen. Aber es bleibt festzustellen, dieses Hohe Haus ist Weiland nicht die Stelle, über die die außenpolitischen Fragen der Bundesrepublik Deutschland zu diskutieren sind. Da kann ich Sie nur einladen, in Ihren Parteiveranstaltungen, in der öffentlichen Diskussion dieses Thema auch zu tragen und in die Debatte einzuführen. Wir haben in Deutschland 3 Millionen Türkeistämmige. Davon sind 1,5 Millionen mit einem deutschen Pass ausgestattet. 500.000 dieser Menschen sind in Deutschland geboren. Und all diese Menschen sind eine Bereicherung für unser Land, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und deshalb ist die Visafreiheit auch für Türkeistämmige überfällig. Sie ist überfällig, weil Reisefreiheit ein hohes Gut ist. Das ist aus unserer Sicht ein Gut, das für jeden und jede in dieser Welt eigentlich gewährleistet sein sollte. Und es ist traurig genug, dass es genug Menschen gibt in dieser Welt, die, wenn sie eine Reise unternehmen wollen nach Deutschland, immense Hürden zu überwinden haben, die nachweisen müssen, dass sie Geld haben, die nachweisen müssen, dass sie überhaupt wieder zurück wollen. Und dementsprechend ist es Position meiner, unserer Partei, dass Visafreiheit für alle Menschen ein lobenswertes und wünschenswertes Ziel ist. Millionen EU-Bürgerinnen und EU-Bürger reisen jährlich in die Türkei ohne Formular, ohne Bearbeitungsgebühr, ohne Wartezeit, allein mit ihrem Personalausweis. Wir Deutschen reisen besonders gern dorthin und machen auch besonders gern Geschäfte mit der Türkei. Gleichzeitig erlegen wir seit Jahrzehnten Tausenden Familienangehörigen, Studierenden, Geschäftsreisenden, Kulturschaffenden aus der Türkei diese Hürden auf. Das war kein partnerschaftlicher Umgang in den letzten Jahren. Es gibt überhaupt gar keinen Grund zur Panikmache, sondern ich setze ganz klar und deutlich die Erwartung in Richtung der Bundesregierung, der Bundeskanzlerin, in Richtung Europa, dass sie darauf achten, dass die Einhaltung der Voraussetzungen für die Visafreiheit gegeben sind. Und erst wenn diese Bedingungen erfüllt sind, die Grundrechte, die Menschenrechte und anderes, und damit auch zum Teil die Fluchtursachen bekämpft sind, dann kann es eine Visafreiheit geben. Herzlichen Dank. So, und nach einer ganz kurzen Werbeunterbrechung sehen wir uns gleich wieder. Bleiben Sie einfach dran. Rasen? Das gibt's jetzt auch im Internet. Surfen mit bis zu 400 Mbits im Giganetz von Primacom und Telecolumbus. Mit der Doppelflat für Telefon und Internet. Das ist echte Kabelpower. Schick lahmes Internet in die Kabine und wechsel auf Highspeed. Jetzt ab 19,99 nur bei Primacom und Telecolumbus.de. LED-Tagfahrlicht, iCockpit mit Multimedia-Touchscreen, Parkassist und Panoramaglasdach. Oder wie du sagen würdest, wow. Die Peugeot-Erfolgsmodelle. Jetzt mit 0% Zinsen und 0 Euro Anzahlung. Der 100. Deutsche Katholikentag kommt nach Leipzig. Seien Sie dabei, wenn sich unter dem Motto "Seht, da ist der Mensch" Christen und Nichtchristen begegnen. Mehr als 1000 Veranstaltungen wie Podiumsdiskussionen, Gottesdienste, Workshops, Konzerte, Ausstellungen und mehr bieten Raum für Austausch, Begegnung und Besinnung. Eintrittskarten gibt es bundesweit an vielen Vorverkaufsstellen. Mehr Infos dazu und zum Programm unter www.katholikentag.de. Der 100. Deutsche Katholikentag vom 25. bis zum 29. Mai in Leipzig. Wird Deutschland Europameister, dann gewinnen auch Sie. Und zwar 2 Monate Highspeed-Surfen und Telefonieren gratis. Jetzt ab 19,99 nur bei Primacom und Telecolumbus.de. Falzen und kuvertieren Sie Ihre Post noch selbst? Kommen Sie zu uns und sparen Sie jede Menge Zeit und Nerven. Lettershop Dresden bietet Ihnen einen Komplettservice rund um den adressierten Versand von Druckerzeugnissen aller Art.
Schon kleinere Auflagen können hochwertig gedruckt, verarbeitet und porto-optimiert versendet werden. Wir fertigen für Sie das komplette Mailing oder einzelne Komponenten. Ihr Lettershop Dresden. Liebe Dresdnerinnen und Dresdner, wir laden Sie ganz herzlich zum 7. Sport- und Familientag der Dresdner Wohnungsbaugenossenschaften ein. Dieser Sport- und Familientag findet am 29. Mai ab 10 Uhr auf der Kockerwiese in Dresden statt, hat ein umfassendes Programm an Sport- und Freizeitbeschäftigung. Das Ganze, wie immer, kostenfrei. Wir freuen uns auf einen erlebnisreichen Tag mit Ihnen. Hallo, hier ist Claudius Dreilich von der Gruppe Karat mit meinem Bruder Gerd Kastmeier von Kastmeiers. Und mit Dresden Fernsehen sind wir näher dran. Absolut. Und damit recht herzlich willkommen zurück. Dynamo Dresden hat einen neuen kaufmännischen Geschäftsführer verpflichtet. Der 48-jährige Michael Born übernimmt das Amt Mitte Juni. Er stellt sich am Montag im Rahmen einer Pressekonferenz in Dresden vor. Born war nach fast 20 Jahren Tätigkeit bei Absteiger Paderborn im März freigestellt worden. In Dresden übernimmt er die Geschäfte von Robert Schäfer, der nach Düsseldorf wechselt. Das Theater Junge Generation und die Staatsoperette ziehen im Dezember ins Kraftwerk Mitte. Am alten Standort des TJG sind die gemeinsamen Theaterwerkstätten entstanden. Mehr dazu sehen Sie jetzt in den Nachrichten des Tages. Die Bauarbeiten an den neuen Theaterwerkstätten für TJG und Staatsoperette sind fast abgeschlossen. Auf der Meißner Landstraße in Dresden, dort wo das TJG bisher seinen Sitz hatte, wird künftig gemeinsam gewerkelt. Es finden zurzeit so die letzten Komplettierungsarbeiten statt. Wir haben noch bis Dienstag Zeit, diese Arbeiten zu erledigen, da ab Mittwoch früh dann die Theater als Nutzer hier einziehen möchten. Ausstattungsgegenstände bringen aus den vorhandenen Werkstätten. Wir als KID dann noch weitere Ausstattungsgegenstände bringen werden, um eben die Werkstattausstattung zu komplettieren, sodass dann ab Mitte Juni bis Ende Juni eigentlich soweit alles eingerichtet ist, dass die Werkstätten dann auch voll ihren Betrieb aufnehmen können. In dem Neubau befinden sich unter anderem die große Montagehalle, eine Tischlerei und Schlosserei sowie ein Mahlsaal. Dort werden bald die Theaterbilder hergestellt. Auf 2650 Quadratmetern bereiten ab 9. August 35 Mitarbeiter Theaterpremieren für beide Theater vor. Der Einzug ins neue Quartier ist für kommenden Mittwoch vorgesehen. Für Staatsoperette und TJG bieten die neuen Werkstätten sowohl Vor- als auch Nachteile. Ich fange mal mit einem kleinen Wermutstropfen an. Es verschlechtert sich erstmal etwas, nämlich die Kunst auf der Bühne trennt sich, die Wege trennen sich von den Werkstätten, was sehr bedauerlich ist. Die Nähe verlieren wir ein bisschen. Aber wenn Sie sich hier umschauen, sehen Sie auch, dass sich etliches enorm verbessert. Die Arbeitsbedingungen, die Räumlichkeiten werden größer. Man kann endlich auch wirklich Kulissen im Originalzustand aufbauen, in Originalgröße hier montieren und ist nicht auf Freiflächen angewiesen, dass man auf der Wiese mal schnell ein Bühnenbild für den Wärter zusammenbauen muss oder eine Turnhalle anmieten muss. Der Bau der neuen Werkstätten der Theaterensembles hat rund 6,2 Millionen Euro gekostet. Gleisbauarbeiten legen am gesamten Wochenende den Bahnverkehr am Straßburger Platz in Dresden lahm. Betroffen sind die Straßenbahnlinien 1, 2, 4, 12 und 13. Sie werden bis Montag früh um 3 Uhr umgeleitet. Grund für die Bauarbeiten sind Schäden an der Gleiseindeckung. Außerdem werden auf einer Länge von 25 Metern Schienen auf der Stübelallee bis in die Kreuzung hinein getauscht und mit neuem Rasengleis eingedeckt. Das Dresdner DDV-Stadion verwandelt sich seit Freitag in eine Bühne für Herbert Grönemeyer. Zum Konzert am Montag werden bis zu 25.000 Fans anreisen. Die Dresdner Verkehrsbetriebe verstärken deshalb ihre Linien. Wir haben den großen Vorteil Montag, ein Werktag. Hinzu bringen wir alle Leute ganz entspannt im 10-Minuten-Takt. Interessant wird's, was passiert nach dem Konzert. Haben wir da schon einen 30-Minuten-Takt? Alle müssen lange warten? Nein, natürlich nicht. Ausgewählte Linien wie die 2, die 4 in Richtung Dresdner Osten fahren auch dann im 10-Minuten-Takt. Und andere Linien in Richtung Nord, in Richtung Süd fahren trotzdem auch im 12-Minuten-Takt. Alles, was das Stadion berührt, was den Straßburger Platz berührt, wird verdichtet. Insofern werden alle Menschen nach einem hoffentlich wunderschönen Konzert dann auch schnell nach Hause kommen. Die Eintrittskarten für das Konzert gelten auch als Ticket für die Öffentlichen.
Mit einer Zeitreise vom dunklen Mittelalter bis hin zur Gegenwart erinnert im August ein Festumzug an ein besonderes Jubiläum. Der Kreuzgang wird anlässlich des 800. Jubiläums der Kreuzkirche, des Kreuzchores und des Evangelischen Kreuzgymnasiums veranstaltet und erinnert an ein besonderes Ereignis. Dass um 1270 ein Kreuz, ein Holzkreuz, die Elbe herabschwamm und das so zu einem Fest getragen wurde, nämlich zu der damaligen Kreuzkapelle. Und dieser Festumzug, dieser soll nachgestellt werden. Nachgestellt werden in ungefähr 30 Bildern. Die Stationen spielen sich an unterschiedlichen Orten in der Dresdner Altstadt ab. Die Strecke beginnt am Terrassenufer und verläuft weiter über den Schlossplatz bis zur Kreuzkirche. Joachim Schlese bereitet das Projekt zusammen mit einem Regieteam seit 2 Jahren vor. Das ist eine Premiere ohne Generalprobe, das wird nur einmal stattfinden und das soll auch dementsprechend eine Einmaligkeit und eine Seltenheit wieder werden für die Stadt Dresden, für Kreuzchor, Schule und Kirche. Mitte Juni lädt das Medienkulturzentrum Dresden wieder junge Programmierer zum Treffen ein. Jugend Hackt Ost heißt es dann zum 2. Mal. Technikbegeisterte Jugendliche tüfteln ein Wochenende lang an ihren Ideen und Projekten. Junge Programmierer und Bastler zwischen 12 und 18 Jahren aus Berlin, Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen sind eingeladen. Also das läuft über eine Anmeldung vorher. Also die Jugendlichen müssen sich tatsächlich anmelden. Die ist auch noch offen ein paar Tage. Wir suchen auch insbesondere noch Mädchen. Öffentlich ist die Veranstaltung dann tatsächlich erst am Sonntag, wenn die Jugendlichen ihre entstandenen Projekte vorstellen. Das geschieht dann eben von einem Publikum und eben einer Jury. Das heißt, am Sonntag, dem 19. Juni, ist die Veranstaltung öffentlich und jeder, der mal sehen möchte, was die Jugend von heute so drauf hat, was Coding und das Denken in die Zukunft angeht, sollte am Sonntag mal vorbeikommen. Jugend Hackt Ost findet vom 17. bis 19. Juni an der Fakultät Informatik der TU Dresden statt. An 3 Tagen können Jugendliche gemeinsam mit Gleichgesinnten eine eigene Idee entwickeln und umsetzen, egal ob Hard- oder Softwareprojekt. Die Anmeldung läuft noch bis Sonntag auf www.jugendhackt.de Ost. Dresden ist die frauenfreundlichste Stadt Deutschlands. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Studie des Nachrichtenmagazins Focus mit den 77 größten Städten. Untersucht wurden die Kategorien Jobs und Karrierechancen, frauenfeindliche Kriminalität sowie Spaß und Freizeit. In dem Bericht kommen unter anderem Dresden Marketing-Geschäftsführung Bettina Bunge, die Unternehmerin Simone und Susanne Meyer-Götz sowie die Intendantin der Dresdner Philharmonie Frauke Roth zu Wort. Und gleich überraschen wir eine Dresdnerin mit dem Blumenstrauß der Woche. Die beliebte Rubrik ist zurück bei uns im Programm. Bleiben Sie dran. Heidenau lädt ein zum Stadtfest vom 27. bis 29. Mai. Mit Konzerten auf 4 Bühnen, vielen sportlichen Aktivitäten, einem bunten Programm für Kinder, 140 Jahre Feuerwehr und einem Festumzug am Sonntag. Der Eintritt ist frei. 100 Probiermenüs von 26 Spitzenköchen, 50 Künstler auf 3 Bühnen. Erleben Sie vom 10. bis 12. Juni am Seeareal im Ostrapark Entertainment für den Gaumen. Die Macher der Dresdner Schlössernacht präsentieren das Sommer-Event des Jahres, die Genusswelten 2016. Genießen, erleben, probieren. Wachsen ist einfach, wenn man für Investitionen einen Partner hat, der Ideen von Anfang an unterstützt. Einmal in der Woche liefere ich kostenfreie Zeitungen wie das Amtsblatt an verschiedene Auslagestellen in Dresden und verbessere mir so die Rente. Und wenn Sie Lust haben, bei uns im Minijob mitzuarbeiten, dann bewerben Sie sich jetzt. Wir freuen uns auf Ihre Mitarbeit. Die Hauptstraße, der Dresdner Genießerboulevard am Goldenen Reiter. Vor über 300 Jahren hat sie August der Starke erbauen lassen. Und bis heute ist sie eine der beliebtesten Fußgängerzonen in Dresden.
Zwischen dem berühmten Reiterstandbild des Kurfürsten, vorbei an den Kunsthandwerkerpassagen und der Dreikönigskirche, bis hin zum Albertplatz, laden hier jede Menge Geschäfte und Restaurants zum Bummeln und Genießen ein. Shoppen, Schlemmen, Schlendern. Die Hauptstraße, Dresdens Genießerboulevard am Goldenen Reiter. Wir lassen Blumen sprechen. Sagen Sie mit uns einem Menschen Danke, der Sie oder Ihren Verein ganz selbstlos unterstützt. Dresden Fernsehen und Kühne Trendflorist sorgen jeden Monat in Dresden für eine blumige Überraschung. Unsere beliebte Zuschaueraktion Dresden sagt Danke ist aus der Winterpause zurück. Das heißt, Sie können sich ab sofort wieder bei uns bewerben und Dresdner für unsere Überraschungsaktion mit dem großen Blumenstrauß vorschlagen. Unter anderem ist Familie Drews mit einem Herzenswunsch an uns herangetreten und Jonathan Wosch hat ihn erfüllt. Mit dem Blumenstrauß der Woche melde ich mich heute aus der äußeren Neustadt. Hier gilt es mal einer ganz besonderen Seniorenresidenz Danke zu sagen. Tippgeber ist die Familie Drews und ich spreche jetzt mit der Sandra. Sandra, warum sollte man hier mal Danke sagen? Weil seit vielen, vielen Jahren unser Papa hier in der Residenz Bewohner ist und wir einfach mal ein herzliches Dankeschön ans gesamte Team und an die Leitung sagen wollen, weil es schon fast nicht mehr nur einfach eine Seniorenresidenz ist, sondern natürlich auch schon für den Papa und für die Angehörigen ein schönes Zuhause geworden ist. Würde ich vorschlagen, wir gucken uns das jetzt mal drin genauer an, wa? Frau Hamann wird gerade vom Arbeitsplatz weggerufen. Da ist sie. Keiner ist eingeweiht. Alles ganz überraschend. Überraschung! Liebe Frau Hamann, die Familie Drews möchte sich recht herzlich bei Ihnen und Ihrem gesamten Team bedanken. Zu erwähnen sind vor allen Dingen natürlich der Wohnbereich 1 zusammen mit der Frau Schonert, natürlich auch die anderen vielen fleißigen Kräfte im Haus, die tagtäglich alles wunderbar gestalten. Sie wachsen jeden Tag über sich hinaus, sind alle ganz fleißig und gestalten den Bewohnern hier, nicht zuletzt natürlich unserem Vater, ein Zuhause. Und da denke ich doch, es ist mal angebracht, dass man mal von ganzem, ganzem Herzen ein großes, großes Dankeschön übermittelt. Schön. Und da haben wir natürlich uns die Hilfe auch vom Fernsehen bedient und damit es auch ein bisschen groß wirkt. Aber wie gesagt, auch genau in den letzten Tagen und Jahren, die Sie hier wirken, auch in Ihrem jungen Alter, kann man ja auch mal sagen, haben Sie auch das bewirkt, dass das ganze gesamte Team im Haus zusammenwächst. Und ganz von ganzem Herzen, oh, für alle stellvertretend, nehmen Sie das jetzt bitte entgegen, für alle Therapien, für die Küche, für das Housekeeping, für die Servicekräfte, für die Leute, die auf dem Wohnbereich arbeiten, für die Frau Schonert. Alle genau, wunderbar. Vielen Dank. Genau, ja, vielen Dank. Oh Gott, ich bin richtig gerührt. So, Sie stehen da so im Hintergrund. Vielen Dank. Das ist hier eine ganz besondere Seniorenresidenz. Vielleicht können Sie noch mal erzählen, wie wird denn Ihrem Papa hier das Leben versüßt? Was ist denn das Tolle hier? Ja, also vor allen Dingen sind da natürlich zu nennen, neben der professionellen therapeutischen Pflege und die Betreuung, auch die Herzlichkeit, mit der fast jede Woche irgendein Fest stattfindet. Das ist also wirklich einzigartig, dass die Kollegen sich bemühen, ganz viele Sachen zu organisieren und nicht nur die Bewohner mit davon feiern können, sondern eben auch die Familien herzlich eingeladen sind. Es gibt viele Sommerfeste, es wird zusammen Silvester und Weihnachten gefeiert, es wird mit ganz viel herzlicher Deko das Zuhause gestaltet. Und ja, nicht nur die Bewohner, sondern auch die Angehörigen fühlen sich wohl. Und wenn eben doch mal was Kleines ist oder so, dann haben auch immer alle Kollegen und Mitarbeiter und nicht zuletzt natürlich die Frau Hamann als Leitung ein offenes Ohr und man kann über die Probleme sprechen und ja, man fühlt sich immer geborgen und aufgehoben und das ist nicht selbstverständlich. Frau Hamann, was treibt Sie denn an, da so ambitioniert, so engagiert hier zu sein? Wie schaffen Sie das, dass hier immer gute Laune herrscht?
Also ich sage mal, Altenpflege ist ja kein Beruf an sich, das ist eine Berufung für jeden, der hier arbeitet und der hier arbeiten sollte. Das stellen wir ganz oft auch in den Bewerbungsgesprächen fest, dass es wichtig ist, dass man mit Herz und Engagement dabei ist und wie wird man bezahlt, die ganzen Rahmenbedingungen, man macht es einfach aus vollem Herzen und ist für die Leute da. Und ich denke, wenn man das sich immer vornimmt auch, dann denke ich, kommt das auch rüber und kommt das auch bei den Bewohnern an. Darf ich kurz nach draußen gehen? Sie wollten auch die Gelegenheit sagen, auch gleich nochmal Danke zu sagen. Recht, recht herzlichen Dank. Wir möchten das Dankeschön eigentlich unserer Wohnbereichsleiterin, der Petra Schonert, weitergeben. Und ich kann nur sagen, wir sind rundherum glücklich. Schön, Dankeschön. Danke. Ja. Danke, Petra. Die Dreharbeiten hier in der K&S Seniorenresidenz war für Familie Drews und die Bewohner mit ganz schön viel Aufregung verbunden. Immer wieder kamen einzelne Bewohner auf uns zu und wollten sich bei Frau Hamann und ihrem gesamten Team bedanken. Das benötigt übrigens dringend Unterstützung. Ich verabschiede mich mit dem Blumenstrauß der Woche aus der Äußeren Neustadt. Los ist am Sonntag im Forstbotanischen Garten Tharandt. Bereits zum 14. Mal findet das Kinder- und Familienfest statt. Aus Anlass der 800-Jahr-Feier der Stadt Tharandt wird daraus der Sächsische Umweltbildungstag. Verschiedene Bildungseinrichtungen aus der Region bereiten 14 Stationen im Garten vor. Vertreten sind auch das Umweltzentrum und das Jugendökohaus Dresden. Der Dresdner Mädchenchor der Jugendkunstschule Dresden lädt am Samstag Schulchöre aus der Stadt und Besucher zum gemeinsamen Singen ein. Das Konzert auf Schloss Albrechtsberg findet in Kooperation mit den Dresdner Musikfestspielen statt. Der Eintritt ist frei. Am Dienstag geht es wieder auf Lesesafari durch den Dresdner Zoo. Vor den Kulissen der Tiergehege lesen Oberbürgermeister Hilbert, der Direktor der städtischen Bibliotheken Arend Flemming, André und Christine Hart von Radio Dresden sowie Zoodirektor Karl-Heinz Ukena und die Mitarbeiter des Dresdner Zoos. In Dresden klettern die Temperaturen endlich wieder auf sommerliche Höhen. Allerdings steigt damit auch die Unwettergefahr. In den kommenden Tagen müssen wir uns deshalb auf Gewitter einstellen. Nachts gehen die Werte auf 10 Grad zurück. Am Samstag wechseln sich Sonne und Wolken ab. Dabei werden 26 Grad erreicht. Am Sonntag sind in Dresden selten Wolken am blauen Himmel zu sehen. Das Thermometer zeigt 26 Grad. Der Montag wird schwülwarm und schaurig. Die Temperaturen klettern auf 23 Grad. Am Dienstag bleibt das Wetter wechselhaft, die Sonne kommt nur gelegentlich hervor, bei Höchsttemperaturen von 22 Grad. Ja, und das war sie auch schon wieder, die Drehscheibe Dresden für Freitag. Morgen sehen Sie bei uns unter anderem 7 Tage Sachsen, den Rückblick auf die Woche im Freistaat. Das Team der Drehscheibe wünscht Ihnen jetzt noch ein angenehmes Wochenende. Es würde mich freuen, wenn Sie am Montag wieder einschalten würden. Bis dahin machen Sie es schön gut und tschüss.